Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Knauf Daily zur Börsenwoche Mitte, muss man ja sagen, heute am Mittwoch. Ja, gestern Rückwärtsgang bei den Indizes, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland. Der DAX hat ein paar Federn gelassen und auch heute kommen wir nicht so richtig in Schwung. 15.113 Punkte, ein Minus von 0,1%. Ja, die Frage, Korrektur oder Trendwende, und da streiten sich ganz klar momentan die Auguren letztlich drum, weil wir natürlich auch sagen, okay, diese leichten Schwächenphasen an den Börsen, die sind ja letztlich auch gesund, die bereinigen ja die Märkte davon, dass sie nicht überhitzen. Aber wie gesagt, wir haben natürlich mittlerweile auch viele, viele Auguren im Markt, die sagen, es könnte jetzt tatsächlich auch zu einer schärferen Korrektur kommen, dann wahrscheinlich im Monat Mai, weil wir ja die alte Börsenweisheit auch wissen und kennen, dass sich viele Marktteilnehmer im Mai zuerst einmal aus den Märkten verabschieden. Ob das dieses Jahr tatsächlich so ist, weil Pandemie- und Corona-Zeiten sind halt eben andere Zeiten, das kann aktuell niemand so genau sagen. Vielleicht ist es tatsächlich auch nur eine kurze Schwächephase, um sich halt eben mal durchzureinigen. Denn letztlich muss man eines sagen, der Aufwärtstrend, der ist nach wie vor intakt. Ja, und trotzdem, wir schauen natürlich auf die steigenden Corona-Fallzahlen. Die bieten natürlich immer wieder auch neue Risiken. Und so haben wir gestern noch in den Vereinigten Staaten dementsprechende Minuszeichen bei Dow und Co. gesehen. Ja, wir hatten einige Nachrichten und einige Zahlen. Wollen wir mal kurz darauf eingehen. Infineon heute mit einer der stärksten Werte unter dem DAX 30, auch Aixtron aus Aachen kann gut dazu gewinnen. Das lag allerdings eher an den guten Zahlen von ASML aus dem Chipsektor heraus. Aktuell die Infineon-Aktie bei 33,53. Dann hatten wir Zahlen von Zalando, prächtige, hervorragende Zahlen, muss man sagen, Umsatz plus 46% auf 2,2 Milliarden Euro. Also da muss man sagen, ist das Q1 hervorragend gelaufen, super gelaufen. Zalando sicherlich einer der großen Corona-Profiteure. Ja, dann alles, wenn es um das große Thema Laborausrüstung geht. Da haben wir natürlich momentan Sartorius im Markt und die haben tatsächlich eine erhöhte Nachfrage nach ihren Produkten, nach halt eben allem, was halt eben mit Labor und mit Laborausrüstung zu tun hat. Auftragseingang plus 81%, Umsatz jetzt 791 Millionen Euro. Trotzdem, die Aktie liegt bei 455 Euro, aktuell ein Minus von 2,6%, kann man natürlich auch sagen, sell on good news. Dann hatten wir noch Neues von Hypoport, dem großen Finanzdienstleister, wenn es um private Immobilienhypotheken geht. Und die haben auch ordentlich zugelangt, Gesamtvolumen plus 30% auf 27 Milliarden Euro. Die Aktie von Hypoport bei 468,40 heute Mittag, ein starkes Plus von 6%. Ja, dann schauen wir mal kurz in die Vereinigten Staaten. Da konnte Netflix gestern nicht punkten. Und zwar hat man momentan natürlich einen leichten Mangel bei Filmen und bei neuen Serien. Und dementsprechend hat Netflix auch nicht geschafft, so viele neue Abonnenten an Bord, an Land zu ziehen. Nämlich nur 4 Millionen neue Abos konnten abgeschlossen werden. Erwartet wurden dagegen 6 Millionen neue Abonnements. Jetzt hat man zwar mittlerweile 208 Millionen Kunden und Abonnenten, aber die Börse hat das gestern dann doch registriert und als negativ eingestuft. Die Aktie von Netflix 422 Euro, gestern zeitweilig an die 10% im Minus, dann mit minus 7% rausgegangen aus dem Handel. Ja, da muss man jetzt halt eben einiges liefern bei Netflix. Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht, ob Apple TV, ob Amazon Prime Video. Wir haben so viele privat bezahlte Kanäle. Da muss man natürlich seinen Neuabonnenten, wenn ich sie denn gewinnen und auch halten will, dementsprechend Neues auch im Film- und Serienbereich bieten. Aber da scheint Netflix sich tatsächlich neu aufzustellen. Man hat neue Kooperationen eingegangen und hier erwartet man dementsprechend dann halt eben auch neue
Kundschaft drüber. Ja, das war es zuerst mal von meiner Seite aus heute zum Börsenmittwoch. Wenn wir also mal abschauen, ob wir nun aktuell eine Korrektur oder eher eine Trendwende bekommen. Dabei sein ist auf jeden Fall aktuell sicherlich nicht die schlechteste aller Ideen, investiert bleiben, denn wir wissen ja, wir haben Nullzinsen auf den Bankkonten und müssen jetzt auch noch Geld dafür bezahlen. Wenn wir dort Geld liegen haben, dann tatsächlich lieber das Geld vernünftig in seriöse, in ordentliche Aktien hineinstecken. In diesem Sinne, bleiben Sie mir gesund. Ich wünsche Ihnen heute und für den Rest der Woche eine erfolgreiche Börsenwoche. Seien Sie ein bisschen achtsam, seien Sie ein bisschen wachsam. Wie gesagt, Korrekturen könnten uns immer wieder mal ins Haus stehen.